Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz recht herzlich begrüßen zur Pressekonferenz anlässlich unseres heutigen Heimspiels gegen den SC Kapellenerf. 1.307 Besucher sahen den 3:0 Heimsieg unseres KFC. Da auf den anderen Plätzen noch gespielt wird, Fischeln hat kurz vor Ende der ersten Halbzeit den Ausgleich kassiert, haben wir jetzt die Endstände der anderen Spiele natürlich nicht. Ich darf dann direkt die beiden Teilnehmer der Pressekonferenz hier begrüßen. Zu meiner Linken Gästetrainer Frank Mitschkowski und zu meiner Rechten KFC-Trainer Michael Boris. Herr Mitschkowski, ich darf Sie dann zunächst um Ihren Kommentar zum heutigen Spiel bitten. Ja, guten Tag zusammen. Erstmal Gratulation zu dem verdienten Sieg vom KFC. Wir haben es nicht geschafft, die Stärken des KFC, gerade das schnelle Spiel über die Außen und dann ihre sehr kopfverstärkten Spieler ins Leben zu setzen. Diese Qualität haben wir nicht geschafft, über das ganze Spiel gesehen, wirklich aus dem Spiel zu nehmen. Wir wussten natürlich, dass die Dressur sich nicht viel bewegt, immer wieder als Wandspieler agiert, nicht viel macht, aber doch sehr, sehr effektiv, und so hat er dann auch den Fehler sofort konsequent genutzt und 0-1. Hatten dann ein, zwei Möglichkeiten und hatten auch noch Glück gehabt, dass wir im Möllerring dann mal hinten drin hatten, der dann auch das 0-2, das Vorentscheidende dann auch verhindert. In der zweiten Halbzeit haben wir uns viel vorgenommen, haben dann wieder so viele Fehler gemacht, einfach ein Passspiel offensiv. Das war wirklich heute eines unserer schlechtesten Spiele von der Art und Weise, einfach auch unser Passspiel ins letzte Drittel. Denn ich denke mal, die Anzahl unserer erzielten Tore jetzt in den letzten Spielen, die stimmt uns eigentlich auch zuversichtlich, auch heute da unsere Chancen zu kreieren. Da waren viel zu wenig. In der zweiten Halbzeit, glaube ich, nur eine Möglichkeit, überhaupt ein Tor zu erzielen. Einfach zu ungenau, zu unpräzise, mit zu wenig Körperspannung. Dann haben wir es nach der Eiskalt genutzt, unsere Fehler in Vorwärtsbewegung. Weil aus dem Spiel heraus, sag ich mal, hat KFC uns jetzt nicht so dominiert, aber unsere Fehler in der Vorwärtsbewegung mit einem sehr, sehr guten Umschaltspiel offensiv, dann auch eiskalt genutzt und unterm Strich dann auch in der Höhe verdient 3:0 gewonnen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Mitschkowski. Dann habe ich jetzt KFC-Trainer Michael Boris um seinen Kommentar bitten. Ja, erstmal schönen guten Tag zusammen. Ich glaube, wenn man 5:0 gerade im Derby verliert, dann hat man eine Woche, wo etwas anders trainiert wird, wo viel mehr gesprochen wird und wo man viel länger am Stadiongelände ist als zu normalen Trainingszeiten. Und ich glaube, dass die Mannschaft gerade in der ersten halben Stunde versucht hat, diese Wut und auch dieses negative Ergebnis, das wir gegen Wuppertal erzeugt haben, ganz, ganz schnell vergessen zu machen. Was mein Trainerkollege gesagt hat, unser Ziel war es einfach, weil wir haben gegen FC Mönchengladbach gesehen, wenn man Kapellen unter Druck setzt, dass sie viele Bälle wieder zurückspielen und dass wir da zum Torerfolg kommen wollten. Und wir hatten, glaube ich, bis auf das 1:0 auch zwei, drei Chancen, es dann auch durch den Ballgewinn, durch hohes Pressing hinzubekommen. Dann nach 30, 35 Minuten kann man auch nicht verlangen, dass man die erste Halbzeit komplett durchpresst. Hatte auch immer Kapellen ein, zwei Möglichkeiten, weil wir einfach das zweite Tor nicht gemacht haben. Sind dann in die Halbzeit gegangen, dann hat der Kollege sein Spiel ein bisschen umgestellt, indem er einfach versucht hat, unser Mittelfeld mit langen Bällen zu überbrücken, wo wir zu Beginn ein bisschen Probleme hatten, auf einmal tiefer standen. Aber ich denke dann, durch das Tempo und auch nachher durch die Einwechslungen hört unser schnelles Spiel nicht auf, und dann haben wir unterm Strich auch in der Höhe, denke ich, verdient gewonnen. Jetzt, weil die Presse mich ja mal gefragt hat, werden wir uns komplett aufs Derby konzentrieren müssen, nachdem wir das erste Derby nicht so glücklich und haushoch verloren haben, ganz klar zeigen, wer die Nummer 1 in Krefeld ist. Und da fangen wir morgen mit an und werden am Samstag gegen 20 Uhr hoffentlich zeigen, dass der KFC das in der Stadt ist. Dankeschön. Vielen Dank, Michael Boris. Gibt es noch Fragen von Seiten der Presse? Scheint nicht der Fall zu sein, dann darf ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Unseren Gästen aus Kapellenerf alles Gute für den weiteren Saisonverlauf. Würde mich freuen, wenn Sie, wie gerade Michael Boris angesprochen hat, am Samstag wieder zahlreich hier erscheinen und unserem KFC die Daumen drücken. Ansonsten das nächste offizielle Heimspiel dann mittwochs, nämlich am 23.09. um 19.30 Uhr. Hier zu Gast der TV Kalkum Wittler. Bis dahin, schönen Sonntag noch, alles Gute. Tschüss, Ihr neuer KFC Thüringen.